Der dunkle Parabelritter hat mein Video dann doch gesehen, nämlich das Video zum Buch, und er war oft nicht meiner Meinung. So könnte man es definieren. Ich habe mir den Reaction-Stream mal von ihm angesehen. Ein Zuschauer hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe das irgendwie vollkommen übersehen. Und darauf habe ich mal reagiert. So klassisches Reaktion auf Reaktion. War nicht immer meiner Meinung, aber im Großen und Ganzen hat er das dann doch gut gefunden. Und den einen Fehler, den ich gefunden habe. Ja, mit dem hat er nicht gerechnet. Ein Grammatikfehler, ja. Genau so ist es. Das Ganze ist ein Ausschnitt vom Reaction-Stream hier auf meinem Kanal, der vor ein paar Tagen stattgefunden hat. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Reaction auf die Reaction. Ich bin jetzt nämlich ziemlich gespannt, was der Parabelritter hier gemeint hat zu meinem Video. Ich habe ja vor drei Wochen, so ein Video zu seinem Buch gemacht, so ein Fazit. Und da hat er dann auch drauf reagiert in seinem Stream. Es ist ein gemütlicher Reaction-Stream, steht er. Deswegen glaube ich fast nicht, dass er hier großartig gegen mich schießen wird, aber auch einfach irgendwie 40 Seiten. Nee, ich dachte mir, wir gucken uns mal die erste Video-Reaction zu meinem Buch an. Wollen wir das mal machen? Und letzte. Wo ist es denn jetzt? Jetzt habe ich es tatsächlich weggedrückt. Moment. Xaver bekommt noch eine Tasse, und ja. Und zwar von meinem lieben Kollegen Flo's Metal World, und der meint, er hat irgendwie einen Fehler gefunden. So, und das das gute Intro, gleich mal instant reingeballert. So, das interessiert mich ja doch mal brennend. So, wo ist das Video denn? Hat er es denn, hat er gelöscht? Hat er sich dafür geschämt? Wahrscheinlich. Vor 5 Tagen schon. Ja, das ist ja krass. Das, heftig. Ja, meine Güte, ist ja schon eine Woche oben. Ha! So, meine Lieben, da bin ich doch jetzt mal gespannt. Ja, ich hab's getan und manche Mittel unter meinen Zuschauern werden mich jetzt hassen. Aber bitte schaut dir das Video ganz an und entscheidet. Auf jeden Fall hat er denselben Bart, den ich damals hatte. Und für den ich mich heute sehr ärgere, dass ich ihn hatte. Wieso ärgern? Mein Fazit, ob du meinem Kanal treu bleibst. Bitte bleib ihm treu, bitte. Ist unfassbar. Also da ist tatsächlich schon alleine einfach diese also es ist halt schon hart traurig, dass die Metal-Szene derartig toxisch ist, ne? Genau, also nicht toxisch geworden, sondern einfach von vornherein toxisch ist, dass du einfach schon straight den Hate kassierst, sobald du irgendwie bekannt bist, und wenn du dann ja, so weit bist wie ich, ne, dass du halt im Mainstream auch bekannt bist, dann bist du ja der komplette Szene voll. Ist unfassbar. Also ich finde das auch ganz interessant, wenn man sich so die Hate-Kommis bei Amazon anguckt. Ich meine, es spielt keine Rolle. Bestseller ist Bestseller. Da kann mich mal jemand am Arsch lecken, der ein Problem mit mir hat. Also an dieser Stelle, ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass es zumindest ein Bestseller geworden ist. Die Frage ist natürlich jetzt, welche Platzierung. Das darf ich euch morgen verraten auf Insta. Ja. Bleib ihm treu. Du kannst sie nicht alle töten, heißt das neue Buch von Parabelritter. Das erste, aber nicht das letzte. Ja, dieser Autor auch noch. Ich meine, was ist der jetzt schon alles? Ja, was ist der überhaupt? Was ist das? Das ist ja schon nicht mehr überschaubar. Und das behandeln wir heute ein bisschen. Gleich mal. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich im Hintergrund meine Musik höre, die ich immer verwende, aber das liegt natürlich völlig daran, dass das YouTube-rechtefreie Musik ist. Genau. Bei jedem Metal-YouTuber eigentlich so ziemlich das Gleiche. Jeder Metal-YouTuber hat immer die gleiche Musik, und ich muss jetzt immer schon schauen, dass ich irgendeine Musik in der scheiß YouTube-Library finde. Da gibt es ungefähr so 12 Metal-Songs drinnen, und dass ich einen von denen nehme, der nicht irgendwo bei Tod gehört oder Humaldo irgendwo gespielt wird. Die man halt wählen kann und es nicht viel Metal-rechtefreie Musik auf YouTube gibt tatsächlich. Vorweg, wer einen philosophischen Höhenflug und Tiefgründe erwartet, der ist in diesem Buch nicht ganz so richtig. Was? Also ich möchte behaupten, dass da ziemlich viel Tiefgründigkeit drin ist. Ich glaube, das ist was man zweimal lesen sollte. Muss ich jetzt kurz einhaken auf doch eine sehr sarkastische Weise.
Okay. Keine Tiefgründigkeit, okay. Ich akzeptiere. Nur so ein klein bisschen, so ein kleines bisschen ist er richtig. Es sind da eher so schlechte Witze drin, genauso wie ihr es aus meinen Videos gewöhnt seid. Also genau die schlechten Witze werden hier wieder gespielt, deswegen fand ich das Buch da auch so geil. Aber da kommen wir jetzt natürlich im Fazit dann natürlich drauf zu sprechen. Natürlich soll das Buch auch zum Nachdenken anregen, was es definitiv bei mir geschafft hat, aber auf eine humorvolle Art und Weise. Ich glaube, es war auch nie wirklich das Ziel, über die Gesellschaft herzuziehen, eher so ein bisschen die Gesellschaft zu behandeln und vielleicht so einen kleinen Spiegel vor der Gesellschaft zu halten. Und das ganze Buch darf jetzt auch nicht so wortwörtlich und ernst genommen werden, so wie hier in dem Kapitel hoffentlich bald Krieg. Das ist das einzige Kapitel, das ich wirklich ernst meine, aber gut. Naja, wenn man das jetzt eins zu eins umsetzt oder ernst nimmt. Funktioniert das bestimmt ziemlich gut. Und ich habe jetzt noch was Erstaunliches gefunden im Buch, nämlich ich bin ja ein gespannter Leser. Ich habe auf Seite 123 nämlich einen Rechtschreibfehler entdeckt. Nee, boah, da müssen Köpfe rollen. Haha, da ist wieder der alte Genauigkeitsfloh unterwegs. Nämlich steht hier, diese Kapitel, und das bezieht sich nämlich auf, diese Kapitel ist eine panische Reaktion auf einen Artikel, Punkt, Punkt, Punkt. Ich... Ui. Wer hat jetzt? Ui. Nicht weiter sind sie auch. Das ist tatsächlich, da muss ich leider ein bisschen tiefer ansetzen, das ist tatsächlich ein Grammatikfehler, das gibt einen ganzen Punktabzug. Außerdem darf man ja gar nichts vorlesen aus einem Buch, aber ich habe einen Rechtschreibfehler entdeckt. Yay, also Herr Paradelritter, falls du dieses Video siehst, Seite 123, erstes Wort beim Kapitel, Kapitel weiß ich jetzt nicht mehr, da ist ein Rechtschreibfehler drin. Es ist Grammatik, es ist noch viel schlimmer als du dachtest. So schlecht. Kommen wir nochmal zurück zum Buch. Du hättest es auch einfach vorlesen dürfen. Ich glaube, es gibt es da echt ein Verbot? Ich glaube nicht. Ich habe in den Kommentaren erfahren, es gibt da kein... es gibt ein Verbot, aber du darfst zitieren. Und zitieren ist also Ansichtssache. Manche sagen, man darf eine ganze Seite zitieren. Manche sagen, man darf drei Sätze zitieren. Aber es gibt ein Zitatrecht. So viel habe ich da jetzt mitbekommen. Da hat es ein paar... helle Köpfe unter meinen Zuschauern gegeben, die mir hier das nahegelegt haben. Ich glaube, wenn du große Teile des Werkes vorliest, ist das verboten. Also grundsätzlich, wir haben ja beim Buch, aber zum Inhalt, es fliegen auch Themen durch den Raum. So. Ich glaube, der Flo hat einen ähnlichen Humor wie ich. Flashbacks, total wack hier. Erinnern, was du schon in der Vergangenheit erlebt hast. Und das Ganze... es hat noch nie ein Buch geschafft, mich zu beleidigen. Das Buch hat mich beleidigt. Ja, es hat mich beleidigt. Ja! 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 Sehr gut! Die ersten Seiten wird aggressiv beleidigt und dann geht die Beleidigungsskala so ein bisschen ab, es flacht ab. Aber das Buch hat mich beleidigt. Noch nie in meinem Leben hat mich ein Buch beleidigt. Ja, ich hatte eigentlich vor, sowas zu schreiben wie das Monsterbuch der Monster. Also ein Buch, das dich direkt verletzt, also rein körperlich. Aber ich bin leider nicht magisch veranlagt. Die Themen sind außerdem sehr kurzweilig erzählt. Ich glaube, so ein Kapitel, ein durchschnittliches Kapitel hat 6 Seiten und das Ganze auf 221. Ja, das geht schnell. Ich habe es jetzt in 2 Tagen durchgelesen. Ich war natürlich auch sehr motiviert, das Ganze durchzulesen, weil es mich einfach so gefesselt hat. Weil der Parabelritter auch gefragt hat in seinem Video, was die Lieblingskapitel sind, also falls er das jetzt sieht und für euch natürlich, meine Lieblingskapitel sind letzte Lektion und das nicht nur, weil das Buch dann ja dem Ende zugeht. Das ist wirklich gut. Ja, das ist das Kapitel, bei dem ich geflennt habe nebenbei, aber naja. Und Schluss machen mit Erfolg, das ist relativ ein witziges Kapitel. Und das ist ein witziges Kapitel. Okay, danke. Und Kindergartenklassenkampf, was natürlich auch wieder sehr zum Nachdenken anregt. Für alle, die sich jetzt fragen, was wird denn in dem Buch behandelt? Alles. Es gibt selten im Buch, wirklich alles behandelt. Aber ja, reden wir mal kurz drüber. Es werden Lebensabschnitte wie aus der Kindheit behandelt, so Kindheitstraumas, Liebe, Ausgrenzung, Gesellschaft, On- und Offline-Welt, die Spaltung zwischen Arm und Reich, das Altwerden natürlich. Aber wenn ich das jetzt wirklich alles aufziehen würde, würde ich das alles aufzählen. endlich jemand...
Ich hoffe, die Leute, die meine Videos sehen, lachen genauso, wenn ich so einen Joke bringe, aber ich glaube fast nicht. Ich glaube fast nicht. Gut. Nein, es wird wirklich alles behandelt. Also, wenn mich jemand fragt, um was geht's in dem Buch, also das hinten, das ist nicht so wirklich ausschlaggebend. Ja, Schande! Das hat nämlich der Verlag geschrieben. Ja, Martin, siehst du mal. Ja, und der Verlag, der hat dann auch gleichzeitig nämlich den einen Rechtschreibfehler übersehen. Mhm. Also wenn ich ein Verlag wäre, ich würde das eindeutig natürlich anders machen. Wenn ich ein Verlag wäre, ich würde mir das Buch natürlich genauso beherzigt durchlesen, so wie es ich gemacht habe. Und dann hinten einen beherzigtigen Text schreiben. Es wird wirklich alles behandelt. Also ich glaube, es ist auch für jeden so ein bisschen was dabei, wo er sich so wiederfindet von der Thematik her. Also mein Fazit, wenn man ein Buch liest und wirklich oft nicht wegkommt vom Buch, weil es einen so in den Bann zieht, dann ist es ein gutes Buch. Und das hat das Buch eindeutig geschafft. Oh. Flo, dankeschön. Es ist egal, wie man jetzt zum Parabelritter steht. Ich weiß, in der Metal-Szene gibt es da ja so die Spaltung. Und ich finde, es kommt auf den Inhalt vom Buch drauf an und nicht, wer das Buch jetzt unbedingt geschrieben hat. Also auch an alle Parabelritter-Hater, ihr könnt das gern lesen. Aber die können leider nicht lesen, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Und sie würden es aus Prinzip eigentlich mal nicht kaufen. Stimmt, weil, ja. Okay, vielleicht hat man so arge Hater gibt es nicht, die dann trotzdem was kaufen, glaube ich. Ich habe es richtig gut gefunden. Es ist 14,71 Euro wert. Vielleicht sogar 14,72 Euro. Vielleicht. Ja, das war mein Fazit. Habt ihr das Buch schon gelesen? Schreibt mir das gerne mal rein und abonniert gerne diesen Kanal, um kein neues Metal-Video zu verpassen. Hier gibt es mehrmals wöchentlich geile Metal-Videos, habe ich mir sagen lassen. Und ich hab ja eine Zeit lang überlegt, soll ich das Video jetzt wirklich bringen? Off-Topic-Talk. Ist es mittlerweile so schlimm, über mich zu sprechen? Bin ich mittlerweile so verhasst von den True-Heimern, dass es mittlerweile so schwierig ist, ja? Ja, schon so. Also was ich so mitbekomme, ich weiß nicht, schreibt mir mal das hier in den Stream in die Kommentare rein. Ja, es gibt schon einige, die gegen ihn schießen. Es gibt aber auch einige, von denen ich es nicht erwarten würde, dass die ihn durchgehend schauen. Das muss ich auch dazu sagen. Aber es gibt wirklich eine Spaltung, ja. Ist ja interessant, mal so ein Feedback zu bekommen. Bau deinen definitiv auf. Das ist ja motivierend. Weil the more you know, schön, dass ich jetzt unter die Autoren gehe, ne, und mich mit Satire beschäftige und nicht mehr mit Metal, ne? Gott sei Dank, gerade entkommen. Eben gerade so mag nicht jeder und es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Metal-Video, aber ich bin übrigens total fasziniert immer, habe ich jetzt gerade einen Kommentar noch drunter gesehen, dass dann die Leute davon damit ankommen, ja, der hat ja keine Ahnung von Metal und dann kommt dann dieses Quiz bei den Rocket Beans. Ja, ein klassischer, der den Parabelritter nicht so mag, glaube ich. Wo es halt ausschließlich um Sachen der späten 90er ging, wo ich mich erstens im Jahrzehnt überhaupt einen Scheiß für interessiere, für alles, was da gefragt worden ist. Interessiert mich alles überhaupt nicht. Und zweitens, dass auch nicht meine Zeit war. So, ja, super. Du nimmst ja halt irgendwie 10 ganz spezifische Themen, ganz spezifisch aus diesem Jahrzehnt, die genau in die Lebenswelt von Colin passen, nämlich. Und dann machst du da einen Quiz draus. Ja, so viel mal dazu. Ne, die haben mich einfach hart gefistet. Aber nachdem. Ich würde ja auch nichts wissen. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, 3 Nirvana-Songs gehört. Okay. Ich würde da wahrscheinlich noch schlechter abschneiden. Willkommen. Der größte Metal-YouTuber im deutschsprachigen Raum rausgebracht hat, habe ich mir gedacht, Flo, das haust jetzt raus, vielleicht hat es 50 Aufrufe, egal. Hauptsache, ich habe einen geilen Tipp und lass dich mir versichern, ich hab's nicht geschenkt bekommen, ich hab's gekauft. Ja. Schande an mich, Flo, Schande an mich, über mich, an mich. Meine lieben Zuschauer, ihr könnt ja mal beim lieben Flo's Metal World vorbeischauen und ihm ein Like oder ein Kommi dalassen oder ein Abo. Er gibt sich echt super Mühe. Ich finde seine Videos ziemlich cool tatsächlich. Also
der macht seinen Job gut, und wenn ich einen jungen Metal-YouTuber empfehlen könnte, was ich kann und jetzt auch tue, dann kann ich ihn euch empfehlen, auf jeden Fall. Ja. Keine Werbung. Kauft euch das Buch wirklich. Es ist gelungen. Und noch was anderes. Das sage ich jetzt nicht nur, weil er sich bei mir einschleimt die letzten 2 Minuten. Ihr merkt, es wird eine neue Location geben, nämlich am Sonntag wird hier wieder umgebaut. Ich muss wieder ein neues Projekt anfangen. Ich natürlich als Tischler, der gerade nicht... Ach, der ist Tischler. Na siehste, guck mal. Ne? Also, da ist schon wieder der Bruder im Geiste. Mein Vater ist ja auch Tischler, siehste. Das ist einfach das... Das Holz liegt im Blut, das ist zwar sehr schmerzhaft, aber da... Der ist der Blick. Verbindung einfach, nicht? Ich bin im Beruf drin, jetzt so eine Zivildienstableistung. Ich muss einfach hier jedes Monat irgendein Projekt an... Schaut, ne, deswegen hat der Mann einfach schöne Hintergründe als ich, ne? Weil er einfach damit... Ja, okay, so schön ist der Hintergrund jetzt auch nicht. Ja, das war mal ganz interessant. Abonniert diesen Kanal, um kein neues Video zu verpassen, und werdet Teil meiner Metal-Community, würde mich freuen. Vergesst nicht, den Like-Button zu drücken, falls das Video gefallen hat, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten wieder. Bis dahin, ciao und stay heavy!